Ach ja, ist es nicht schön, hier einfach an einem Lagerfeuer zu sitzen, während gefühlt die Welt untergeht und was weiß ich alles. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Tops. Wir sind hier wieder bei Minecraft Apollo. Ja, heute kommt mal wieder eine weitere Folge Minecraft Apollo, weil ich bin momentan leicht im Verzug mit den Folgen, weil momentan halt relativ immer viel abkackt. Zum Beispiel der Server kackt ab und was weiß ich alles und naja. Also Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe mir so, bevor ich angefangen habe, ein bisschen durchgestöbert durch die ganzen Quests, ne? Und ich muss sagen, ich habe total viel vergessen abzuhaken, was ich alles machen kann. Und zwar, Leute, ne? Ich habe hier, habe ich hier mehr oder weniger ein paar Quests schon mal sozusagen abgehakt, damit ich nicht vergesse, die zu nehmen, weil, erreiche Level 10 in mindestens 5 Skills. Das habe ich geschafft, und zwar, hier, da, 1, 2, 3, 4... 5 Skills habe ich halt mehr oder weniger, die schon über Level 10 sind. Das heißt, ich kann auch die Folgequests davon machen. Ich kann das akzeptieren. Ich kann das so einfach nehmen, so zack, bap. So, die beiden Quests kann ich nehmen, weil hier muss ich auch Level 10 sein bei den, bei 10 Skills? Nein! Oh Gott, warte. Jetzt habe ich da einen Fehler gemacht. Oh nein, 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 bei 10! Oh nein! Oh Gott. Ich habe nämlich verlesen, wow, erreiche Level 10 in mindestens 10 Skills. Okay, da darf ich das jetzt eigentlich, warte mal, welche Sachen? Okay, 200 Dollar Scheine und ich pack die rein, Leute, warte, 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 warte. Ich pack die hier rein, 210 Scheine und was war's? Warte mal, tut mir leid, Leute, ich habe alles durcheinander. Okay, die Dia-Dingensens und das hier. Die darf ich noch nicht anrühren, das habe ich ausnahmsweise getan. Fehler passieren denen. Ich habe gedacht, das sind eigentlich Level 10 bei 5 Skills. Aber na gut, ist jetzt nicht halb, ist jetzt nicht so schlimm. So, was kann ich denn hier machen? Weil ich war ein bisschen übereifrig, deswegen habe ich das gemacht. Geschäftsmann, verdiene 250 nur durch Shops. Das habe ich auch schon gemacht, mehr oder weniger. Das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht, weil jemand, weil Flo hat ja mehr oder weniger bei mir eingekauft. Und zwar wirklich mehr, also ich glaube, der hat wirklich so um die 250 da ausgegeben. Das heißt, ich kann das claimen. Das heißt, ich habe das auch schon gemacht. Dann Brieffreunde, erhalte einen Brief von einem Mitspieler. Das habe ich auch schon. Das kann ich auch einfach sozusagen machen. Da hatte ich ja von Jürgen und Easy schon Briefe gekriegt und von Flo auch. Keine Ahnung. Finde ein Schweinedorf im Nether. Das habe ich garantiert gemacht. Das kann ich auch nehmen. Das heißt, wir haben das auch schon geschafft. Dann müssen wir schauen. Dann gibt es hier das, den Dieb. Klaue einem Mitspieler etwas, was er liebt. Das habe ich ja auch schon gemacht, mehr oder weniger bei Flo. Und zwar die Brücke, ne? Ja, die Brücke sind dann dementsprechend, wie soll ich sagen, weggenommen worden vom Flo. Das heißt, ich kann das auch claimen. So, was haben wir noch? Haben wir noch was? Ich glaube, das war's erstmal, ne? Ja, ich glaube, das war's erstmal. Ich glaube, das war so ziemlich alles. Warte, 6 Folgen und gib es ihm wieder zurück. Was ist Donks? Ah! Ah, ach so, lol, okay. Okay, ach so. Ah, klar, ein Mitspieler, was er liebt. Ah, das heißt, ich könnte Flo sozusagen, könnte ich Flo da zurücksenden. Warte, puh, erschrecke einen Mitspieler. Okay, müssen wir schauen. Eiskalt, bringe einen Mitspieler zum Weinen. Keine Ahnung, wie ich das hinbringen soll. Toll, ein Mitspieler, richtig hart. Photoshoppen. Naja, keine Ahnung. Mal sehen, wie viel Geld ich jetzt mittlerweile habe. Tut mir leid nochmal, dass ich das falsch geclaimt habe, die Quest. Ich war jetzt sozusagen ein bisschen in Aufregung, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, so viele Quests, die ich schon abgeschlossen habe. Und da habe ich ein bisschen überlesen. Also, ich muss schauen, wie ich das demnächst mache. Was weiß ich alles. Deswegen, ja, muss man halt schauen, ne? Dass das irgendwie alles auch mit rechten Dingen zu sich geht. So, gucken wir mal. Also, wir haben jetzt, packe ich einfach mal rein. So, zack, zack, zack. Wir haben jetzt 695 Dollar und wir haben ein paar Totems. Warte mal, wir haben jetzt ein paar Totems gekriegt. Das bedeutet wieder, wir können langsam wieder mit Totems anfangen, sozusagen die aufzumachen. Also diesmal werden es, glaube ich, ein paar mehr Totems sein, oder? So, zack, 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 zack. Okay, warte mal. So, bap, 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 bap. Weil es sind jetzt, ich mache das ja immer so, dass ich so eine ganze Reihe hier sozusagen voll mache. Damit ich sozusagen mal sehen kann, okay, ich mache bei jeder Folge mache ich dann mehr oder weniger so einen auf. Und
kann das noch was werden. Haben wir noch ein paar Sachen? Nach was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das extrem cool. Ich wollte jetzt nämlich mal schauen, dass ich diese Folge mal gucke, was jetzt die ganzen anderen Leute für mich bereit haben, was die für Items haben, die Items, also was die für Shops haben, wo man sich dementsprechend vielleicht auch was holen kann, weil ich bin echt gespannt und möchte gucken, ob sie mir was Ordentliches anbieten können. Wenn sie mir halt was ordentlich anbieten können, dann würde ich mir das dann halt holen. Aber man muss halt auch mal aufpassen, weil irgendwie kauft bei niemand was bei niemandem ein und so weiter, deswegen. Aber wisst ihr, wie es gerade so einfällt, eigentlich müsste ich mir auch mal unbedingt schauen, dass ich hier das Ding irgendwie repariere. Keine Ahnung, sieht ein bisschen ramponiert aus, aber ich glaube, daran werde ich mich jetzt dementsprechend setzen, ja. Okay, Leute, wie viele Chunks habe ich denn mittlerweile? Und ich muss schauen, dass ich meinen Loki frage, ob er mir diesen blöden Badger-Game wegmacht. Ich bin witzig, weil ich einen Badger-Game platziere. Weißt du? Julian, das ist so ein Penner, weißt du? Ich müsste einfach Loki fragen, ob er vielleicht noch ein, zwei Kieselsteine hat. Dann könnte er mir vielleicht irgendwie Sachen geben. Ach ja, in der letzten Folge kam ja Loki zu mir und hat mir dementsprechend irgendwie seinen Plan mitgeteilt. Das könnte mir rechts oben beim i auschecken. Auf jeden Fall. Loki besitzt jetzt momentan mein Zimmer, weil ich ihm noch kein Zimmer gemacht habe. Aber woher sollte ich ihm wissen, dass ich Loki ein Zimmer machen soll? Ach, wisst ihr was? Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Also, ich habe hier 200 Chunks. Ich muss mal schauen, für wie viele Chunks reicht denn mein Geld, ne? Meine Chunks reicht kein Geld oder was weiß ich alles. Meine Chunks reicht kein Geld. Gut gemacht, Tobias. Für mein Geld reichen, warte, durch 20. Also, ich könnte mir... Ich könnte mir 30 Chunks könnte ich mir holen. Also mindestens 30 Chunks könnte ich mir holen. Aber ich möchte erstmal schauen, was die ganzen anderen so anzubieten haben. Julian hat ja immer noch seinen irgendwie, glaube ich, überteuerten Burgerladen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Oder? Warte mal. Okay, jetzt ist es nicht mehr so teuer, glaube ich. Essen und anderes. Anderes kann Julian nichts anbieten, weil er halt Österreicher ist hier. Das sind, okay, seine T-Shirts. Was ist hier? Für das Werben eines Designs einfach 200 mit Briefdingensens in den Briefkasten legen. Okay, ich weiß jetzt nicht so genau, ist hier irgendwas drin, was wichtig ist? Nein, ist nichts drin. Ich weiß nicht, ich muss mir unbedingt mal angucken, was die ganzen anderen jetzt noch so anzubieten haben. Ich glaube, Björn hatte noch irgendwie einen anderen Shop oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, hier drüben, genau, hier drüben hatte Björn irgendwie einen Troll-Shop oder so. Reverse Troll von Flo. Wow. Jürgen ist so einfallslos. Weißt du, Jürgen macht einfach Flo da dementsprechend nach. Bei Tops ist es billiger. Wow, wisst ihr so ungefähr wie, wie soll ich sagen? Dass es bei mir dann billiger ist. Das ist ja so witzig, weißt du? Das ist ja so originell. Okay, Leute. Ich muss schauen, dass hier. Gibt es eigentlich irgendwas, was Flo da anbieten kann, was man haben möchte? Warhammer? Nein. Es gibt nicht wirklich was wirklich so angeboten werden kann. Hier gibt es noch die Geschenke von Weihnachten, weißt du, so. Keine Ahnung. Gibt es hier was? Hallo, guten Tag. Ich weiß es nicht so genau. Hat der hier irgendwas? Ein Claim bei Tops für $90, weil das ja witzig ist. Wisst ihr, Leute, ich finde es einfach nur so lustig, wie er verdingen ist. Hier ist, glaube ich, noch der Totem Shop. Ich glaube, der ist, okay, der ist aus. Ich glaube, der ist fast ausverkauft. Okay, für 75 gibt es einen Totem. Warte mal, ich bin jetzt gerade durcheinander. Gibt es hier drüben was? Exchange, meine ich. Also, da gibt es, ach, ich glaube, da kann man das ganze Zeug reintun. Sozusagen. Das Geld umwandeln, was man hat, oder? Warte mal, ich kann ja mal schauen. Zack. Kann man das irgendwie, wenn ich das jetzt so reinmache? Wisst ihr, es ist furchtbar. Man muss die Hand leer haben, damit man das so drauf machen kann. Warte mal, so. Cash? Nehmen wir mal. Hä? Cash? Warte mal, irgendwie funktioniert das Ding nicht, das Umwandlungsding, oder? Hä? Also funktioniert das so? Hä? Hä? Irgendwie komme ich da zwar jetzt nicht durcheinander, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht so genau, wie diese Umwand, also diese Austauschmaschine funktionieren soll, keine Ahnung. Hat Easy denn mittlerweile mal irgendwie, irgendwo, irgendwas? Ich meine, der Shop von Easy, das steht auch schon irgendwie gefühlt so seit Anfang des Projektes und er ist irgendwie nicht, nichts geheimer Magier-Shop.
Kann es vielleicht sein, dass ich einfach die Preise hier nicht sehe oder dann irgendwie so vorhabe? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und dann. Stimmt. Da gab es ja irgendwie so Dinge in so einem Phoenix Shop. Das ist, glaube ich, Easy's Merch Shop, oder? Hier gibt es Karotten. Okay. Essen. Okay. Hier ist alles so Dingens, das ist alles Käseshop, okay. Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was das hier eigentlich für ein Shop ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus und das hat wirklich einen Hintereingang. Ha! Versteht ihr? Weil hinter dem Eingang und ihr wisst, was ich meine. Also warte mal, ich muss das kurz mal wieder reintun, das ganze Geld. So, zack, 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 zack. $695 haben wir, ne? So, was gibt's denn hier? Zauberbuch, Evade, Light, Glide, okay. $100. Evade, Licht, für $25 kriegt man hier Licht, okay. Amulett des Potentialität, keine Ahnung genau. Ring der Extraktion, Kids, Sorcery Spell, ich weiß zwar nicht genau, wie ich das jetzt mache, Falling More, was, hä, heißt, achso, okay, man kann immun gegen Wizard-Perlen-Amulett, Amulett, der Potenzial, Amulett des Potenzials, 15% Chance, Achso, 50% Chance, dass die Kreatur, die einen angreift, dass die von einem Blitz getroffen wird. Okay. Ring der Dingensens. Okay, man kriegt irgendwie Mana, wenn man irgendwie mit Magie tötet. Dann gibt es hier verschiedene Sachen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich komme irgendwie komplett durcheinander. Aber ich glaube, eigentlich ist das Amulett des Potenzials ganz nice, glaube ich zumindest, weil es sieht sehr interessant aus und ich glaube, das würde ich mir sogar mal holen, weil es könnte sogar recht nützlich sein. Das heißt, ich hole mir jetzt mal das Amulett. Ist das hier? Okay. Jetzt bin ich nur mal überlegen. Warte mal, wie ging das? Irgendwie ist das leicht verbuggt oder so. Da kann man irgendwie das Ding ins. Wie muss ich das anziehen? Muss ich rechtsklicken? Wie es genau geht? Keine Ahnung. Vielleicht finde ich das irgendwie irgendwo irgendwann heraus. Ich weiß es selber noch nicht genau, aber ich kann mal nachfragen. Ich weiß es selber noch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal was geholt. Warte mal, gab es nicht irgendwie eine Quest, wo man sich irgendwie was von einem Mitspieler holen müsste? Buh, erschrecke deinen Mitspieler. Ich weiß nicht, wie ich einen Mitspieler erschrecken soll. Weißt du, so, Stonks, dann, Stonks war, glaube, warte 6 Folgen, gibt's dann zurück. Ich glaube, die Brücke kann ich mittlerweile Flo zurückbringen. Ich meine, die 6 Folgen habe ich ja mehr als gewartet. Was habe ich hier? Einbruch, brich in das Haus deines Feindes ein und klauen sein wertvollstes Item. Ich weiß also nicht jetzt genau, wie ich das jetzt, warte, wie nennt man das? Wie ich das jetzt werten soll, was das wertvollste Item ist, weil bei Flo habe ich ja mehr oder weniger recht viel mitgenommen. Eigentlich habe ich ihn ja sehr viel weggenommen. Aber ich glaube, bei Jürgen habe ich auch, glaube ich, ein bisschen was weggenommen. Also ich glaube, bei Jürgen habe ich auch generell viel weggenommen. Ich glaube, generell könnte man sagen, man hat es gemacht. Ich weiß, ich sag einfach, ich habe es erledigt. Dann kann ich nämlich sagen, ich habe es getan. So, jetzt habe ich das hier gemacht. Weil, also, ich weiß jetzt nicht, so an sich habe ich, entweder bei Jürgen oder bei Flo habe ich eins der wertvollsten Items weggenommen. Das ist halt so, zack. Dann habe ich wieder $645. Jetzt müsste ich nur gucken, dass ich, dass ich die Quest erledigt habe. Weil ich bin irgendwie gerade leicht durcheinander. Tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall, müsst ihr auch wissen, ich glaube, heute Abend wird es auf jeden Fall einen Stream geben. Das heißt, ihr könnt schon mal euch darauf freuen, dass ich, ich weiß noch nicht genau, was ich streamen werde. Ich glaube, lasst euch überraschen. Vielleicht mache ich einfach einen Community-Livestream, mit dem ich dann zusammen streamen werde. Dann irgendwie, wisst ihr,
Wisst ihr, ich glaube, ich werde einfach wieder irgendwie gucken, dass ich euch einlade und dann könnt ihr mit mir zusammen spielen und dann haben wir irgendwie zusammen Spaß, oder? Wisst ihr was, ich werde einfach heute Abend einfach Minecraft Apollo streamen, weißt du? Das wäre doch mal einfach was, wenn der Server nicht crasht und so weiter. Dann werde ich einfach Minecraft Apollo streamen und dann, da ich ja sowieso eine Aufgabe, eine Liste an Aufgaben habe, die ich sozusagen machen muss, muss ich sozusagen hier 10.000 Holz und Steine sollte machen, dann muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt nicht bummle, damit ich die ganzen Quests machen kann. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schlaft schön, träumt was Schönes. Ich habe jetzt einen Deal mit dem Phönix gemacht, mehr oder weniger, wenn man das so will, weißt du, weil, ja, der Phönix, der Handel mit dem Phönix da hinten, der war eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich nur wüsste, wie ich das Ding mir anziehe. Naja, gut, schlaf schön, träum was Schönes, gute Nacht, tschüss!